Ich finde ja Pfaffenrand immer etwas Wunderschönes, weil man da die Möglichkeit hat, mal Messer bespielen zu können, die man sich sonst kaufen müsste. Ich hatte mir ja wirklich eure Videos, also die Videos von den anderen Pass-Around-Teilnehmern, noch nicht angesehen, ganz bewusst nicht, weil ich mir die persönliche Vorfreude eines Ersteindrucks nicht nehmen wollte. Und hier ist es nun. Ich hab's. Also, es hat sich vieles aus meinem Ersteindruck bestätigt. Was mir spontan jetzt hier auffällt, ist, dass diese Kanten hier in der Fingermulde, hier außen, ja, die sind wie, ja, überhaupt nicht entgratet. Also, das ist richtig scharf. Ich könnte mir vorstellen, beim langen Arbeiten, ja, das schneidet dann schon ganz schön in die Finger. Micarta-Griff. Also hier ist keine Fischtailform vorhanden. Hätte dem Messer vielleicht hier unten so eine kleine Mulde noch mit gut gestanden. Es liegt satt in der Hand. Ja, gut, okay. Ja, ich habe es jetzt ein paar Tage getestet. Das Paket mit dem Messer kam vor Weihnachten noch bei mir an. Und ich habe es jetzt über Weihnachten getestet. Jetzt eben gerade auch noch mal im Wald bespielt. Ja, ihr seht, hier sind schon mächtig Spuren vom Pass-Around drauf. Es gibt also auch zwei kleine Mikrochips in der Klinge. Zeit für ein Fazit. Und das ist: geiles Messer! Kauft's! 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 Also, mir gefällt das Messer. Ihr solltet euch natürlich nur eine neue Lederscheide besorgen, weil die ist nix. Andi, vielen Dank, dass ich an diesem Pass-Around teilnehmen durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, dieses Messer testen zu können. Ich habe damit alles gemacht, was man so als Buschkrafter tut. Ich habe damit nicht batont. Wenn ich batone, dann nur mit einem Messer und das ist das Glock. Als EDC ist mir dieses Messer ein Ticken zu schwer, weil dass ich im normalen Leben in die Verlegenheit komme, damit eine Tür aufheben zu müssen, tendiert in meinem Fall gegen Null. Als EDC ist mir das Gewicht einfach zu hoch. Für ein EDC-Messer würde mir eine Klingensteige von 2 mm, 2,5 mm vollkommen ausreichen. Da der Messerrücken eben keinen wirklichen 90-Grad-Schliff hat, sondern an den Ecken abgeflacht ist, lässt sich damit nicht nur kein Feuerstahl entzünden, sondern auch, ihr habt es gesehen, nichts entrinden. Also hier muss unbedingt ein 90-Grad-Klingenrücken ran. Es ist schön, an einem Pass-Around teilnehmen zu können, denn so kommt man in den Genuss, auch mal Messer in der Hand halten zu können, ohne sich die selbst vorher gekauft zu haben. Das gleiche gilt natürlich auch bei Buschkrafttreffen, aber das hat bisher noch nie geklappt, dass ich zu einem Treffen war oder gehen konnte, rein terminlich nicht oder von der Entfernung her. Insofern ist so ein Pass-Around eine feine Sache. Ihr seid ja immer noch da. Leute, geht raus in die Natur. Denn in echt ist die noch viel schöner als drinnen am Bildschirm. Danke fürs Mitkommen. Bis zum nächsten Video. Ciao.